Ja, hallo liebe Abonnenten, liebe Zuschauer und liebe neuen Zuschauer. Es ist wieder Zeit für Battlefield 4, hier im Battlefield 4 Restart. Ich konnte es ja auf der Gamescom mal wieder ein bisschen anspielen. Und ich war ja anfangs sehr skeptisch, was Battlefield 4 anging. Ich habe es ja dann noch abgebrochen als Let's Play und das alles einfach aus dem Grund, weil es halt eine unsichtbare Waffe ziemlich verbuggt war und irgendwie nicht funktioniert hat. Jetzt konnte ich es auf der Gamescom nochmal anspielen und musste sagen, die Version war ganz gut. Habt ihr die Kugeln, Mann? Die Version, die sie jetzt gerade fahren. Und ich habe halt auch ein neues Hardware-Set. Ich habe einen neuen Monitor, ich habe eine neue Aufnahmekarte und ein neues Schnittprogramm. Und jetzt mit diesen Settings wollte ich es einfach mal ausprobieren. Heißt, ich werde jetzt versuchen, dieses Video in Full HD mit 60 FPS aufzunehmen und hochzuladen, weil das müsste jetzt eigentlich möglich sein. Ich denke, kann das liegt daran, ich habe meine AV Media Aufnahmekarte rausgeschmissen, die habe ich nicht mehr drin. Ich habe jetzt eine externe Aufnahmekarte und zwar die Elgato HD60. Soll anscheinend auch Dice verwenden bei Aufnahmen ihrer Trailermaterial. Das haben wir mit die geholt. Das gibt es unserem Team auch gleich. Liegt eine Granate. Geht sie dazu, ey? Das ist auch eine Granate von mir, Junge. Explodiert, ey. Ich habe jetzt hier und sterb gegen andere Schrotflinte. Immer diese Schrotflinte. Ja, ich werde versuchen, das dem auch in 60 FPS zu rendern und hochzuladen. Ich hoffe, das funktioniert. Schneideprogramm ist auch nur, also eine neue Version. Habe jetzt das Adobe Premiere Creative Cloud 15. Ah, okay. Endlich. Und das dürfte jetzt auch Full HD aufnehmen. Weiteres ist natürlich auch, dass ich das jetzt nur im Monitor habe, kann ich jetzt auch Full HD auch aufnehmen. Das liegt daran, mit alter Fernseher oder mit altes Bildschirm. War ein Fernseher, das war so ein HD-Ready-Ding. Aua, die Jungs belebt mich doch nicht mitten in so einem Kampfgebiet wieder. Egal. Scheiß drauf. Weiß ich nicht, was ich sagen möchte. Man ist so schnell abgelenkt, wenn man schießen und reden und dann noch, ja, noch mehr schießen und noch mehr sterben. Schießen und sterben, schießen. Der ganze Scheiß. Ich rede halt echt nur Stuss. Ich muss auch sagen, also für mich ist es sehr spät. Es ist jetzt 9 Uhr abends. Und ich habe ja einen neuen Job. Da fahre ich jetzt Nachtschicht oder generell Schicht. Und jetzt habe ich gerade Frühschicht. Heißt, ich muss jeden Tag um 3 Uhr aufstehen. Heißt, für mich ist es schon sehr spät. Ich wollte es nicht durchbringen, es ist schon die dritte Aufnahme, die ich jetzt hier mache. Erst hatte Konvertierungsfehler, im zweiten war ich dann auf dem Flagrun-Server, wurde gebannt, weil der Flagrun soll mir nur rennen, nicht schießen. Mag zwar EA nicht, aber egal, es gibt ja trotzdem Idioten, die sich selber aufsetzen. Und ja, jetzt versuche ich es nochmal. Hoffe, dass diesmal alles glatt geht. Und ganz natürlich auch in Full HD versuchen zu rendern und. Stirb! Ja, ich hab ihn! Nein, wurde gemessert! Nein! Und der Oktober hat mich gemessert. Scheiße. Das gibt's doch nicht! Verrat! Betrug! Ivan hat mich ermordet! Das geht doch nicht so! So, Roter Oktober wird jetzt von mir gejagt. Das hat er jetzt davon. Also nochmal um alles wiederholen, bleibt das ein bisschen verwirrend. Neues Setting, Patch hat gewirkt und. Jetzt schaut es gerade wieder richtig lustig aus, macht richtig Spaß. Und wenn es auch gut ankommt, das Let's Play, dann werden wir mit viel weitermachen. Wir werden sicher wieder ein paar Leute. Ah, mit Granate, ich sehe nichts. Werde einladen. Ist das ein Roter Oktober da? Double Kill, aber das war er. Ich hätte lieber messern sollen, aber ein Double Kill gemacht. Schön hier in Cowboy-Style mit der Winchester. Oder Terminator-Style könnte auch sein. Dann bräuchte ich ein Moped und auf dem Moped dann mit dem Ding schießen. Dann wäre ich der Terminator. Dann noch CC Top mit Born to be Wild und dann passt das. Born to be Bad, das war sie gut. Born to be Wild, das war's anders. Ja, ihr seht, ich bin echt schon ein bisschen müde. Man sieht ein bisschen in meiner Zunge, die nicht mehr so will. Aber ja, es gehört dazu. Alter, ich schieß einen und werd erschossen, aber egal. Solange ich jemanden erschieße, ist mir das ganz egal. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass wirklich beim Rennen alles glatt geht, weil sonst kriege ich die Krise. Das wollte ich heute eigentlich noch machen. Morgen dann Freitag und dann ist eh Wochenende. Ja, Battlefield streamen wird es nicht geben.
Einfach aus dem Grund, da meine Internetleitung immer noch Rotze ist. Da ist aber auch Besserung in Sicht. Aber solange diese Internetleitung nicht so nicht besser ist, dann brauche ich nicht Battlefield streamen. Das hätte einfach keinen Sinn. Würde mir keinen Spaß machen, weil ich habe auch keinen Spaß daran, wenn ich so ein Pixel reise. Ich will natürlich auch was sehen. Scheiß Granaten immer, ey. Ha, ich hab dich noch. 2 Double Kill. Ja, es macht mir natürlich auch keinen Spaß, wenn der Stream dann so kacke ausschaut. Und ich kann ja nicht mal richtig spielen, wenn ich streame, weil ich so Rubberbanding habe. Ich glaube, ich habe für die Waffe was reingeschaltet. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, Arc Azog. Verstärker kann ich da nicht nehmen. Schon. Ja, und dann hoffen wir mal das Beste. Weil im Herbst wird wahrscheinlich uns die Internettechnologie umgestellt. Ich weiß nicht, von was auf was. Es wird einfach umgestellt. Und dadurch wird, wenn ich Glück habe, die vierfache Geschwindigkeit möglich sein. Heißt um die 80 Mbit. Ab und Download. Das wäre sehr geil. Das ist der 1. Oktober. Nein, ist der weit Ding, aber ich habe einen gemessen, egal. Ja, dann werde ich wahrscheinlich so 50 ab Down bekommen. Also 50 Mbit. Zurzeit habe ich 16 Mbit Download und 2 Mbit Upload. Das reicht fürs Streamen bei weitem nicht. Nicht bei Battlefield. Nicht bei Battlefield. Und ja, sobald ich dann die 50er Leitung habe, dann wird gestreamt. Und dann bin ich auch auf dem Renke-Kanal, wenn es den dann noch gibt. Twitter True wird dann da auf Battlefield gestreamt. Verdammt, zeigt euch. Feiglinge! Nachladen von der Sitzung wieder. Alter! Ich schieße auf den Kopf und die Kugel geht vorbei. Da ist ja einer. Irgendwo sitzt da einer. Wow! Verdammt, Alter, der ist aber echt flink. Der ist richtig flink. Ja, ja, meine Stimme versagt gerade voll. War eigentlich auch nicht geplant, dass ich so spät aufnehme, aber ja, so läuft es mit meinem Leben. Der Gegner, der ist tot. So, wo sitzen die denn? So. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe mal runter. Oh, schön in den Kopf, Junge. So gefällt mir das. Schön ins Köpfchen mit der Flagge. Verdammt, hab ich. Ah, scheiße. Scheiße. Er hat mich zurückgemessert. Dieses scheiß Counter-Knife. Ich bin so froh, dass es in Battlefield 5 rauskommt. Das ist echt doof. So, jetzt geht's weiter. Ich hab mir gerade den Gegner angezeigt. Ist noch keiner. Tot. Gucken wir mal. Die gehören zu uns. Gehen wir wieder raus. Zack. Nachladen. Der gehört nicht zu uns. Ach nee, von der Zeiger. Ja, ja, ja. Oh, ich bin überlebt worden. Schön. Gleich mal Deckung gehen. Oh, wie kann der mich hinter die Deckung erwischen? Alter, das geht doch nicht. Mann, oh Mann. Das verstehe ich immer noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Aber egal, war echt schon schlimmer. Ich sehe mit dem Verstärker, was ich aufklappen muss. Nehme ich den mit oder ich nehme ihn nicht mit? Alter, wie viele Leute kommen da mit Schrotflinte? Alle haben eine Schrotflinte. Schrotflinte. 140 Camper. Ja, es ist natürlich alles wie EMG. Aber es läuft trotzdem auch ganz gut. Auf die Uhr gucken. Sehe ich jetzt im zweiten Monitor, wie lange ich aufnehme. 10 Minuten. Ungefähr. Und anfangs mal ein bisschen was wegschneiden und. Laufen.
Klingelt mein Handy! Mach das Handy aus! Von drei Seiten wieder geschossen worden. Sie wissen halt immer auch, wo man läuft. Das ist so ein bisschen krass. So, nochmal versuchen. Ich muss noch ein paar Cases machen. Ja. Mal zuklappen hier. Echt jedes Mal machen, dass das ein bisschen lässt. So. Oh, die Rampe wird von links geschossen. Gehen wir gleich nochmal in Deckung. Das ist wieder kein Gegner. Da, da. Hab ihn. Das ist egal, wie da sind. Ja, Junge. Okay, ich hab eine andere wieder weggeschlagen. Liebis. Oh, fuck. Wo kam der her? Der war jetzt überraschend. Der war sehr überraschend. So, spawnen wir nochmal. Wieder zuklappen. Immer das gleiche. Langsam schon wird's lästig. So. Wird nicht geschossen. Er ist tot. Mal hier mal durch über die Container. So, wieder, jetzt sehe ich wieder keine Gegner. Es sind immer eine geile Position. Es sind immer keine Gegner da. So. Wo sind die Gegner? Ich glaube, die sind unten. Ey! Ich sehe ja gar nichts. Ist auch keine. Da ist einer. Irgendwo einer. Ach, er sieht mich wieder. Könnte ich instant wegknallen. Das ist schon sehr doof. Man läuft die ganze Zeit über die Map, findet keine Gegner und dann sieht man nur das erste gesehen. So geht's mir immer. So. Stirb. Jawohl. Noch einer. Junge, wie oft muss ich dir echt auf den Kopf schießen, dass du stirbst? Hat nur 14 Cent Leben, dieser White Light. Ein ganz sauber, glaube ich, ist der Junge nicht. Schaut ein bisschen komisch aus. Wenn er gar so schnell reagiert. Aber ja. Schauen wir mal weiter. Ja, kein Kill hinter uns. What the fuck. Jetzt habe ich dich aber. Da ist er. Ich hab noch einen Gegner, ey, wo sind wir jetzt hin? Der ist tot. Dann von da unten. Halt mal stehen! Keiner bleibt stehen von denen. Ich kann ja einfach nicht abknallen. Ich schmeiß die Granate. So. Ja, ich hab. Vor allem diese erste Monation war so super. Ich habe extrem viele Themen gehabt und jetzt fällt mir da genau gar nichts ein. Dass ich so müde bin. Das ist halt echt doof. Ich spiele jetzt einfach. Muss ich mich gerade auch voll konzentrieren. Auf das Gefühl da oben. War ein bisschen schwer, aber halt auch mit zu schießen. Mann! Das ist so. Könnte ich da richtig schreien? Ich will weiterspielen! Mein Gott, ey, ich will meinen Totenscreen festhängen. Und zwischen. Festhängen. Zeig dich mit deiner scheiß Schildkröte da, Junge. So. Es lebt. Ist tot. Gucken, ob wir irgendwo einen Feind sehen. Komm her. Was zum? Jetzt kommt der von hinten wieder. Ich war gerade beim Messern. Das nervt echt, ey. Der Kerl geht mir echt schon so auf den Sack.
Ich erwische ihn einfach nicht. So. Glaub's nicht. Ist denn heute los? Ich bin echt kotzen. Jetzt gerade läuft's gar nicht. Wie gesagt, die erste Runde war so super. Dann natürlich musste diese doofe Aufnahme abstürzen. Aber es ist ja irgendwie Murphy's Law. Was passiert da? Draußen sind jetzt viele. Also ja, dann sehe ich ja nicht meinen Gegner. Dann ist er nämlich tot. Keine Ahnung, hat nicht irgendwie nicht funktioniert. Ja gut, ich sehe, meine 15 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal in Battlefield 4. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch und dann wird es auch weiter unterstützen. Kommt ganz auf eure Likes und so an. Also fest Like-Button drücken, abonnieren und ähnliches. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.